Darf ich Sie, Herr Tribonet, bitten? Na gut, unvorbereitet wie ich bin natürlich. Also ich habe mal den Vorteil, dass ich das einzige Nicht-WDK-Mitglied bin. Ich bin nicht in der Kommission, sondern heute im Ersatz. Also ich meine etwas offen und freier. Ich bin ein Gewerber, wie Sie möglicherweise wissen. Und habe mir natürlich als Gewerber auch schon die Frage gestellt, wie es eigentlich ist mit Kunsthandwerk, mit Korbflechtern, mit vielen anderen spezifischen Tätigkeiten, die man als Kunst bezeichnen könnte, die aber ein Gewerbe eben nur dann verkaufen kann, wenn er eine Kundschaft findet, um dieses Produkt abzusetzen. Ich hatte aber heute das Vergnügen, mit Michael Wertmüller zusammen zu sein. Ich habe sehr viel gelernt. Insgesamt haben wir beide und eigentlich die ganze Gruppe, wo ich gewesen bin, das Gefühl gehabt, man kann viel kritisieren, man soll auch viel kritisieren, aber insgesamt ist wahrscheinlich die Kulturförderung in diesem Lande so schlecht nicht gewachsen in den letzten Jahrzehnten. Die Tendenz ist nicht so, dass es immer weniger Fördergelder gegeben hat, sondern wenn man ehrlich ist, sollte man auch zugeben, dass eigentlich tendenziell zumindest für die Kultur heute öffentliche Gelder mehr ausgegeben werden als früher, das ist auch richtig so. Natürlich gibt es Probleme, je breiter man die Palette ansetzt, die man unterstützt, das ist eine Folge, umso kleiner wird dann eben das einzelne Kuchenstück unter Umständen. Ich muss Ihnen offen sagen, dass wir in der Politik wahrscheinlich bereit sind, immer wieder zu diskutieren über Verbesserungen, aber dass wir natürlich eine gesamte Betrachtung anstellen müssen. Unser Land hat nicht nur die kulturelle Förderungsaufgabe, sondern viele, viele, viele andere Dinge. Und das Ganze sollte irgendwo im Gleichgewicht finden. Ich habe also nicht ein so schlechtes Gewissen, das habe ich auch als Protestruf bekommen, nicht ein so schlechtes Gewissen, dass ich eine Erhöhung des Kulturbeitrages nicht ohne weiteres zugestimmt habe. Vielen Dank für dieses Statement. Herr Schweikart, sehr geehrte Damen und Herren, als Ständerat bin ich der Erste, der jetzt dann betroffen sein wird. Wir werden am nächsten Montag die Anhörungen zur Kulturförderungsbotschaft miteinander durchführen. Wir werden uns also am Montag wiedersehen. Ich habe die Botschaft unterdessen speziell auch auf den heutigen Tag hin genau durchgesehen und auch genau studiert und mich deshalb auch entsprechend vorbereitet. Es wird ja insgesamt um einen Vierjahreskredit von 637 Millionen Franken für 4 Jahre gehen. Der ist aufgeteilt in Botschaften A bis H. Das sind reine Finanzierungsbeschlüsse. Also wir werden nicht gestalterisch, irgendwie gesetzgeberisch handeln können, sondern wir haben entsprechende Zahlungsrahmen zu sprechen. Wir sind eigentlich zur Erkenntnis gelangt in unserer Gruppe, dass die gesetzgeberischen Vorlagen gut sind. Ich denke an das Filmgesetz, das wir vor einigen Jahren geschaffen haben, und jetzt das Kulturförderungsgesetz, wo auch der ganze Bereich der Pro Helvetia neu mit integriert worden ist. Bezüglich der Mittel, da ist unschwer festzustellen, dass verschiedene in unserer Gruppe der Meinung waren, dass diese 637 Millionen Franken nicht ganz ausreichen werden, zumal ja auch gewisse neue Aufgaben dazukommen, die heute erwähnt worden sind. Bezüglich der Behandlung habe ich festgestellt, dass in der Vergangenheit im Gegensatz zu den Vorschlägen des Bundesrechts jeweils das Parlament den Bereich der Denkmalförderung erhöht hat um ungefähr 10 Millionen Franken pro Jahr. Als Mitbericht aus der Finanzkommission kann ich sagen, dass dort eine gewisse Offenheit vorhanden ist, diesen Kredit zumindest auf die Höhe der vergangenen Jahre anzusetzen. In unserer Gruppe war man sich natürlich der Bedeutung der Kultur bewusst, insbesondere auch hat der Präsident der Pro Helvetia, Herr Altregierungsrat Danoni, festgestellt, dass der Zusammenhalt dieses Landes immer auch wieder
in Erinnerung gerufen werden wird, dass, wenn man Europa betrachtet, es zurzeit sehr viele rechtsnationalistische Tendenzen auszumachen sind, die auch für unser Land eine Gefahr sein könnten. Und es kommt dann nicht von ungefähr, dass gerade diese Kreise die Bedeutung der Kultur und der staatlichen Kulturförderung hinterfragen respektive Kürzungen verlangen. Also wir sind gefordert, hier zumindest diesen Kredit in dieser Höhe durchzubringen. Wir haben etwas gewarnt in unserer Gruppe, entsprechende Verschiebungen vorzunehmen, zum Beispiel weniger für den Denkmalschutz und mehr für Pro Helvetia oder umgekehrt. Ich glaube, das würde dann Grabenkämpfe hervorrufen. Wir sind der Meinung, wenn es höher geht, ist es möglich, aber da decke ich die Meinung mit meinem Kollegen rechts. Der Staat hat viele verschiedene Aufgaben zu lösen. Denken Sie an all die Forderungen, die an uns zukommen, im Bildungsbereich, im Verkehrsbereich, im Umweltbereich, im Energiebereich. Und da geht es doch darum, dass man auch alle Bereiche berücksichtigt und da nicht irgendwelche Hoffnungen weckt, die man letztlich nicht erfüllen kann. Vielen Dank. Ja, ich habe mich getroffen mit Jakob Berger, einem Filmschaffenden, und wir haben uns nicht über die Kulturbotschaft unterhalten, sondern haben uns unterhalten über die Erfahrungen, die er gemacht hat in seinem konkreten und anhaltenden Engagement für eine Arbeitslosenversicherung für Künstlerinnen und Künstler. Und er hat uns viel davon erzählt. Es ging dann um die Rolle, um den Stellenwert des Künstlers, der Künstlerin in unserer Gesellschaft. Also was für einen Bezug haben wir zur Kunst, wenn Künstlerinnen und Künstler mehrheitlich unter der Armutsgrenze leben in der Schweiz. Wenn die Schweiz den Status der Künstler und Künstlerinnen so tief wertet, dass er tiefer ist als in Nachbarländern. Herr Berger hat Italien und Frankreich als Vorbilder eigentlich für die Schweiz erwähnt. Es ist nach längerer Zeit gelungen und nach mehreren Anläufen im Bundesrat eine Mehrheit zu finden, um nachher eigentlich an der Administration zu scheitern. Nicht zuletzt deshalb, weil die Kulturschaffenden realisiert haben, dass man zwar formal im Bundesrat verstanden hat, um was es geht, aber eigentlich den Sinn und den Inhalt nicht wirklich verstanden hat. Und das ist ein Kampf, der immer noch fortwährt. Wir haben dann die Diskussion auf einer eher grundsätzlicheren Ebene eben weitergeführt, um zu sehen, was verstehen wir dann unter Kunst und Kultur und wie könnte man eben die Begegnung mit Politikern und Politikerinnen so gestalten, dass sie ein Verständnis entwickeln für die Kulturschaffenden und deren Status und die Bedeutung der Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft. Und wir sind schlussendlich dann sogar auch beim Bildungswesen gelandet. Das heißt, wo erfahren wir als Politiker und Politikerinnen eben Kunst und Kultur? Wo erfahren wir es auch in uns selbst? Wo wurden wir oder werden wir in unserer Persönlichkeit eben bewusst dazu hingeführt, dass das kreative Gestalten auch zu einer positiven Entwicklung führt und können das dann eben auf der Basis der Erfahrung auch transferieren in unsere politische Arbeit. Also wir wurden fast schon etwas philosophisch in diesem Bereich, kamen dann aber auch wieder zurück zum Konkreten, welche Kräfte können konkret eben auch zu Verbesserungen führen, wenn Künstler und Künstlerinnen sich nicht durchsetzen können mit ihren Bedürfnissen, mit ihren auch elementaren Bedürfnissen gegenüber der Politik. In Genf wurde der Rechtsweg beschritten. Die Städte werden eine wichtige Rolle spielen, weil sie sind eine politische Kraft, die nicht ignoriert werden kann. Und wir suchen
zusammen noch weiteren Verbündeten in einem konkreten Sinn. Aber es ist, also wir hatten eine sehr anregende Diskussion, aber die Realität ist eher desillusionierend, so interpretiere ich das jetzt mal für mich. Wir haben keine Zusammenfassung gemacht und wir haben uns nicht darüber unterhalten, wie wir das hier nachher vorstellen. Ja, vielen Dank, Madame Lisiane Aubert, du Parti Socialiste. Quelles sont vos expériences après votre entretien avec Peter Radlfinger? Qu'est-ce que vous voulez nous présenter? Alors, j'aimerais tout d'abord dire que c'était un plaisir de discuter et de commencer la discussion avec Peter Radlfinger pour définir art et culture. Alors, nous n'allons pas reprendre toute la discussion ici. C'était une manière d'entrer en discussion et de sentir comment la société d'aujourd'hui accepte et considère ces artistes et la culture et l'importance que la culture prend dans notre société. Pour moi, c'est effectivement très gros, très nécessaire que la société et le monde politique se situent par rapport à ces artistes. J'aimerais souligner, être moins négatif que Madame Gilly ou les conclusions de votre discussion, c'est de constater tout d'abord la loi sur l'encouragement de la culture. Je pense qu'elle est arrivée à terme et qu'elle a vu le jour grâce au travail que Suisse Culture a fait. Si Suisse Culture n'avait pas en amont fédéré l'ensemble des acteurs culturels de ce pays pour qu'il puisse y avoir la possibilité de parler d'une seule voix ou de parler plus fortement et de se faire entendre du monde politique. Je me souviens de l'organisation de la première journée où c'était l'occasion pour des politiciens de rencontrer des artistes et d'échanger sur nos expériences quotidiennes. Je pense que nous n'aurions pas eu une loi qui aboutissait aussi rapidement. Alors elle est loin d'être parfaite, une loi n'est jamais parfaite, la société poursuit son évolution, mais elle a le mérite d'exister et de permettre ensuite qu'on la modifie au fur et à mesure des expériences. Donc je remercie Suisse Culture de ce travail-là et je pense que dans la phase maintenant du message culturel, c'est-à-dire où on commence à parler financement suite à cette loi, c'est d'autant plus important que ce travail de Suisse Culture se poursuive. Le message maintenant, c'est le financement. Alors, financement de différents secteurs. Ce qui est très intéressant de voir, c'est par exemple que le Conseil fédéral, ces quatre dernières années, chaque fois pour le Denkmalschutz, pour le patrimoine, s'évertue de donner 20 millions et le Parlement monte ces 20 millions à 30 millions. Parce qu'il y a un travail qui est fait avec les cantons, avec les responsables dans différents secteurs. Pour moi, ce serait primordial, et pour le Parti Socialiste, que nous considérions non seulement le patrimoine qui doit être, ce sont les racines sur lesquelles la culture de ce pays se fonde, mais aussi les créateurs de ce pays, voient aussi la reconnaissance de leur travail par une augmentation substantielle. Suisse Culture nous a montré à quel endroit le message culturel ne va pas suffisamment loin dans le financement. C'est clair que la loi, elle a défini un certain nombre de domaines supplémentaires et faire la même chose, plus de tâches avec la même somme, c'est juste pas acceptable. Donc il faudra, à mon avis, retravailler là-dessus. Je ne reprendrai pas les différents éléments, mais quelque chose qui me reste sur l'estomac, par contre, des discussions de la loi sur l'encouragement de la culture, c'est toute la notion des assurances sociales pour les artistes. Et ça, c'est un travail que nous devons reprendre absolument. Il n'y a pas de raison que les artistes doivent mendier et se retrouver dans des situations économiques
dans un des pays les plus riches du monde, c'est inacceptable. Merci beaucoup. Danke, geschätzte Damen und Herren. Ich habe eine wunderbare Begegnung gehabt mit Frau Melinda Nadiaboni. Auch ein sehr persönliches Gespräch. Ich habe einiges, werde ich mitnehmen und mir überlegen. Das, was Sie gesagt haben, hat mich beeindruckt. Und ich glaube, solche Diskussionen, und dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie überhaupt ein solches Gespräch möglich gemacht haben, die sind wichtig. Wir stehen jetzt vor Entscheidungen. Peter Biri hat die Ausgangslage geschildert mit dieser Kulturbotschaft. Und da werden wir darüber diskutieren. Das ist eigentlich eine Finanzvorlage, weil wir reden da nicht über die einzelnen Details der Kultur, sondern wir reden praktisch nur über das Geld. Und für mich ist natürlich die Ausgangslage insofern spannend, weil ich bin noch Mitglied von der Finanzkommission. Finanzkommission, Bildung und Kultur, das passt ausgezeichnet zusammen, weil Sie in der Regel lernen Sie dann auch Prioritäten zu setzen. Und ich finde, wir sollten gewisse Prioritäten setzen, auch für die Zukunft. Und schauen, ob wir wirklich die Mittel richtig einsetzen. Wir haben beispielsweise Grundlagen Subventionstatbestände heute noch aus dem 18. Jahrhundert. Da ist es wichtig, dass wir uns überlegen, ob der Staat die richtigen Aufgaben tatsächlich noch macht oder ob wir irgendwo eine Aufgabe fallen lassen zugunsten einer anderen. Und so muss man auch wahrscheinlich die Kulturbotschaft dann angehen, um zu schauen, ob wir die Mittel richtig einsetzen. Aber ich mache Ihnen ein weiteres Beispiel. Kultur und die ganze Kultur per se in unserer Gesellschaft ist eine Verbundaufgabe. Kanton, Gemeinde und der Bund finanzieren damit. Und dieses Mitfinanzieren kann ich Ihnen am Beispiel des Kantons Aargau sagen. Der Kanton Aargau investiert etwa 40 Millionen Schweizer Franken in die Kultur direkt und wir bezahlen freiwillig 5 Millionen an andere Kantone, deren Institutionen wir nutzen. Beispielsweise das KKL, beispielsweise Schauspielhaus Zürich, Opernhaus Zürich. Unsere Aargauerinnen und Aargauer gehen dahin, also können wir auch etwas tun für diese Institutionen. Und diese Freiwilligkeit, die unterstütze ich. Wir müssen aber auch Wege suchen für die Zukunft, um diese Verbundaufgabe besser zu lösen. Auch hier ein Beispiel. Wir können jeweils das Budget aufstocken beim Heimatschutz, problemlos, 30 Millionen. Und haben dann die Schwierigkeit, das Geld überhaupt auszugeben. Von 2010 bleiben von diesen 30 Millionen 12,4 oder 6 Millionen Franken übrig als Kreditrest, weil wir die Projekte nicht umsetzen konnten und dieser Kreditrest wird jetzt übertragen. Das ist eine Folge des NFA. Wir haben diese Prozesse noch nicht im Griff. Und diese Prozesse, da müssen auch die Kantone dazu beitragen, die müssen wir in den Griff kriegen, damit wir überhaupt das Geld ausgeben können. Aber beim Heimatschutz ist es natürlich auch so, ich finde, manchmal könnte man auch über Drittmittel zusätzliche Mittel generieren. Ich mache Ihnen zwei Beispiele. Sie kennen alle das Castello Grande in Bellinzona. Das wurde hervorragend restauriert, renoviert und man versucht über Drittmittel, indem man im Schloss eine schöne Beiz einrichtet und versucht, da Drittmittel zu generieren, um eben auch auf diese Weise diesen Denkmal- und Heimatschutz zu pflegen.
Oder wir müssen uns überlegen, ob es Sinn macht, und da habe ich ein konkretes Beispiel, ich kenne die Person persönlich, ein 1000-jähriges Haus renovieren will, es steht unter Denkmalschutz, der Denkmalschutz sagt, okay, wir bezahlen einen kleinen Teil, 16.000 Franken, bezahlen wir an die Renovation, die einige hunderttausend Franken gekostet hat. Das wird nachher vom Staat der Person angerechnet als Einkommen. Diese 16.000 Franken werden zuerst als Einkommen besteuert, bevor sie investiert werden. Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Da müssen wir in der Steuergesetzgebung Maßnahmen ergreifen, dass das nicht passiert. Und ich denke auch generell im Kulturbereich müssen wir vielleicht überlegen, ob wir auf diese Weise auch das Mäzenatentum etwas fördern können, um auch private Initiativen für zugunsten der Kultur noch stärker zu fördern und steuerlich zu entlasten.